auf 12 Runden angesetzt. Und die Vorzeichen sind schon hier klar erkennbar. Cunningham, der deutlich größere Mann mit 1,91 Meter, austrainiert, mit einer schönen linken Führhand. Beide Boxer in Normalauslage. Lichina nur 1,83 Meter groß. Er muss an diesen langen Händen vorbeikommen. Muss beweglich sein und versuchen, mit der schnellen Rechten zum Erfolg zu kommen. Kann er noch mal eine Aktion starten? Ja, versucht es da mit dem linken Kopfhaken. Muss auch ein bisschen was riskieren dann. Ja, ein bisschen über. Sehr schöne Aktion. Links, rechts von Lichina. Muss dann nach der Aktion geschlossen bleiben. Cunningham ist nicht unverwundbar in seinem letzten Kampf. Als er sich den Titel eroberte, da musste er in Runde 4 gegen Troy Ross kurz zu Boden. Mit der rechten über die Führhand. Wie hier, blitzsauber von Lichina. Ganz schnell, kurz. Ja, schon am 22. Januar stattfinden, aber musste dann abgesagt werden, weil Sebastian Silvester kurzfristig erkrankt war. Oh ja, Druckphase jetzt von Cunningham. Eins muss Lichina klar sein, dieses Tempo. Kann der Weltmeister, kann der Champion über 12 Runden gehen? Hat es mal kurz die Auslage gewechselt. Cunningham stand mit der rechten vorn. Oh ja, sehr druckvoll jetzt die Schläge von Cunningham. Geht als größerer Mann auch in die Halbdistanz, in die Nahdistanz. Wäre eigentlich eine gute Möglichkeit für Lichina. Aber muss natürlich auch aufpassen. Denn Cunningham haut natürlich ein gutes Fund. Cunningham jetzt sehr beweglich, lässt Lichina kommen, versucht jetzt mit dem Jab, mit der linken zu punkten. Der sich in seinem eigenen Gym in Philadelphia vorbereitet hat. Ja, gute Aktion von Lichina. Aber er macht zu wenig. Aber hat es Lichina auch noch drin in den Fäusten? Das umzusetzen. Noch 3 Runden. Ja, das sind jetzt mehrere Hände von Cunningham. Nicht mehr ganz so hart geschlagen. Eher ökonomisch, ein bisschen sparsam in der Härte. Aber zeigt erstmal Aktivität. Ja,
Ja, pausenlos die Zwischenrufe von Carsten Röwer. Weiter, weiter. Er spürt natürlich, es ist zu wenig. Muss jetzt auch mal eine Schlagserie bringen. Nur Einzelschläge, das ist zu wenig. Damit kann er die Punktrichter nicht überzeugen. Aber auch Cunningham atmet tief. Der hat auch die Frische und Spritzigkeit verloren. Gute Rechte, Licina. Zuschauer spüren, dass er jetzt diese Unterstützung braucht. Es ist ein respektabler Auftritt von Ina Licina. Aber schafft er es auch, den Champion wirklich zu gefährden? Er müsste jetzt den Turbo einschalten. Und er muss jetzt auch Risiko gehen, volles Risiko gehen. Gute Linke. Hat eine ganz gute Trefferquote. Wird auch sein Bruder sehen, aber schlägt zu wenig. Ennard. Alles gut? Denk an den großen Traum. Denke daran. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen, oder? Komm. Immer wieder, wenn er aufhört und dann blockst du um, dann bist du da. Hau dazwischen. Ja? Und dann mal mit mehreren Händen hinterhergehen. Aber die Beine stabil und vernachlässige nicht deine Deckung dabei. Ja? Na los, komm. Kämpfe. Kämpfe hier. Tiefe. Alles gut? Alles gut? Im Oktober 2009 stand seine Karriere schon vor dem Aus, als er gegen Joan Pablo Hernandez verloren hatte. Da hatten ihn schon viele aufgegeben. Kaum jemand hat ihm zugetraut, dass er überhaupt noch mal den Sprung schafft in einen WM, in einem großen Titelkampf. Und jetzt ist er drin und er hat noch zwei Runden. Und es ist die Chance seines Lebens. Und noch ist sie zum Greifen nah. Carsten Röwer hat ihm das noch mal deutlich gemacht. Gute rechte Licina. Und beide fighten jetzt Mann gegen Mann in der Halbdistanz. Ja, Ellbogen ein bisschen vorn von Cunningham. Bisschen festgehalten auch, macht es ganz geschickt. Ja, der Wille ist erkennbar bei Licina, aber er ist natürlich auch schon fertig. Jetzt zum Ende der Runde 11.
Cunningham lässt sich nicht überraschen. Er hat den Kampf unter Kontrolle. Das ist eben der kleine, aber entscheidende Unterschied zwischen Lichina und Cunningham. Noch 3 Minuten für Enad Lichina im Kampf um die IBF-Weltmeisterschaft. Nach Punkten kann er diesen Kampf nicht mehr gewinnen, aber er hat noch 3 Minuten. Und er hat die Siegchance bis zur letzten Sekunde, gerade in diesem Limit, wo die Boxer um die 90 Kilo wiegen, kann es auch in der Schlussrunde noch einen Knockout geben. Aber ich glaube nicht, dass sich Cunningham hier nochmal in Schwierigkeiten bringen lässt. Warten wir es ab. Carsten Röber hat auch seinen Schützling nochmal eingeschworen und ihm gesagt, er muss es riskieren, ihn vielleicht doch einmal entscheidend zu treffen. Aber Cunningham ist clever. Der geht selbst nach vorn. Versucht so, die Aktion von Lichina einfach zu unterbinden. Gibt ihm gar nicht die Chance, da eine Aktion vorzubereiten. Er hat vor dem Kampf gesagt, ich kann noch 14, 15 Runden gehen. Das ist kein Problem. Und das beweist er hier auch. Der Titelverteidiger. Wait, stop punching. Versucht nochmal nachzugehen. Exzellent. Maidbewegung von Cunningham. Sekunden hat er noch. Enad Lichina. Aber Sie sehen es in seinem Gesicht. Er glaubt nicht mehr an den Sieg. Cunningham bringt diesen Kampf über die Zeit. Kontrolliert das Geschehen. Lichina hat es versucht, aber es reicht nicht, um den wahrscheinlich besten Cruisergewichter der Welt zu schlagen. Es ist entschieden, es ist klar. Steve USS Cunningham bleibt der Champion. 10, 115, 113 for the winner and still champion of the world, the Weltmeister Steve USS Cunningham. Es ist der verdiente, klare Punktsieg für Steve Cunningham. Aber in dem Fall gibt es auch zu Recht Applaus.